Ich liebe Zuber in der Hans-Martin-Schleierhalle zum Vierkampf der Frauen. Hier gleich die Vorstellung der Teilnehmerinnen. Aus der Riga 1 hervorzuheben Henrietta Onodi aus Ungarn, die Titelverteidigerin im DTB-Pokal. Svetlana Boginskaya, die Weltmeisterin im Mehrkampf aus der Sowjetunion. Und vielleicht noch Christina Bontas aus Rumänien, die vierte der Weltmeisterschaften des vergangenen Jahres. Ein Blick vielleicht dann auch noch auf die Riga 2. Natalia Laschenova aus der Sowjetunion, die Vize-Weltmeisterin des vergangenen Jahres. Und aus Rumänien Mirela Pasca, die Europameisterin am Stufenbarren. Das soll fürs Erste genügen. 15 Teilnehmerinnen. So, der Wettkampf beginnt mit dem ersten Durchgang Pferdsprung und Stufenbarren. Und es beginnt gleich mit Kim Smeschkal aus den USA. 14 Jahre im vergangenen Jahr habe ich sie zum ersten Mal gesehen hier beim DTB-Pokal, als sie Vierte wurde. Beginnt mit einem sogenannten Jurtschenko, einem sehr gängigen Sprung im internationalen Frauen- oder Mädchenkunst. Und hier der riesige Mann neben dem kleinen Mädchen, Bela Karoli, später noch ein Wort zu ihm. Also aus dem Rondat, aus der Radwende, wir sehen das noch einmal, auf das Sprungbrett und dann der Überschlag rückwärts gestreckt mit ganzer Drehung, der sogenannte Jurtschenko-Salto. Die Turnerinnen haben zwei Versuche beim Pferdsprung im Gegensatz zu den Turnern. Die bessere Wertung zählt dann. Ich finde das ein bisschen überholt. Vielleicht kann man sich eines Tages, ähnlich wie bei den Turnern, dafür entscheiden, nur noch einen Versuch zuzulassen. Erste Wertung ist da, eine hohe Wertung, 9,837 für Kim Smeschkal. Sie hat also nun die Chance, da noch ein bisschen draufzulegen, auch wenn das schwierig werden dürfte. Ja, der war in etwa so wie der erste. Also muss man mal abwarten. Sie ist ganz zufrieden und das ist noch einmal im Bild Bela Karoli. Ja, er hat schon zwei Turnerinnen zu Olympiasiegerinnen gemacht. Früher in Rumänien die berühmte Nadja Comăneci und später nach seiner Auswanderung in die USA auch 1984 Mary Lou Retton. Er besitzt ein Trainingscamp in Houston und dort trainiert auch Kim Smeschkal. Die erste deutsche Teilnehmerin Andrea Drissler aus Bergisch Gladbach, die Vizemeisterin der alten Bundesrepublik, um das mal so auszudrücken. Neulich gab es ein gesamtdeutsches Kaderturnen, da kam sie auf Rang 2, 16 Jahre. Ja, die deutsche Meisterin am Stufenbarren hat eine gute Auftaktübung gezeigt, Andrea Drissler. Es steht ja nicht so besonders, auch im internationalen Vergleich für die deutschen Turnerinnen. Hier aus der Vogelperspektive noch einmal eine interessante Zeitlupenstudie der Übung von Andrea Drissler. Zweite Wertung und damit gültig für Kim Smeschkal beim Pferdsprung, 9,887. Und nun die Titelverteidigerin im DTB-Pokal aus Ungarn, Henrietta Onodi. Überschlag, Salto vorwärts gebückt mit halber Drehung. Henrietta Onodi ist 16 Jahre, ein bisschen gewachsen,
seit dem vergangenen Jahr. War 89 Europameisterin am Stufenbarren 1990, Dritte des Mehrkampfs bei den Europameisterschaften in Athen und auch Dritte des Weltcups Ende Oktober in Brüssel. Also sie zählt schon inzwischen zur absoluten Weltspitze. Ihr Sieg im vergangenen Jahr hier beim internationalen DDP-Pokal war eine kleine Überraschung. Immerhin bezwang sie damals die Vize-Weltmeisterin Natalia Lajanova. Zweiter Versuch. Noch einmal der gleiche Sprung. Natürlich. Erste Wertung war 9,862. Mal sehen, ob sie da noch ein bisschen drauflegen kann. ...9,5 gab es für Andrea Drisler am Stufenbarren. Und nun, von ihr war schon die Rede, Natalia Lajanova aus Riga in der Sowjetunion, Vize-Weltmeisterin im Mehrkampf hinter Svetlana Boginska ja im vergangenen Jahr hier in Stuttgart. Doppelsalto, saubere Übung. So ganz zufrieden scheinen sie nicht. Ein bisschen Haltungsfehler, geöffnete Beine beim Abgang. Und nun geht es gleich weiter mit der Weltmeisterin, der 17-jährigen Svetlana Boginskaya aus Minsk in der Sowjetunion. Auch der Jurtschenko-Sprung hoch hinausgesprungen. Ja, Pferdsprung, das ist eine ihrer großen Stärken. Immerhin war sie auch in Seoul schon mit 15 Jahren Olympiasiegerin in dieser Disziplin. Svetlana Boginskaya, seit 2 Jahren etwa, die Nummer 1 des internationalen Kunstturns, auch wenn sie neulich beim Weltcup in Brüssel sich ihrer Landsfrau Natalia Lisenko knapp geschlagen geben musste. Aber man kann nicht jeden Wettbewerb gewinnen. Nachzutragen habe ich vielleicht noch die Endwertung für Henrietta Onoti beim Pferdsprung 9,875. Und erste Wertung für Svetlana Boginska, ja, 9,925. Ja, also ein guter Auftakt auch für die Weltmeisterin, für Svetlana Boginskaya. Noch einmal die Zeitlupe. Wunderschön, der Flug, leichte Probleme beim Stand. Wertung für Natalia Lajanova am Stufenbarren 9,875. Und nun eine Turnerin aus dem Schwabenland, Paraskevi Patsia, griechischer Abstammung, 14 Jahre. Vierte war sie, glaube ich, beim Kaderturn in Peine. Und da steht sie bereits auf dem Boden nach diesem Salto. Schade drum. Deutsche Jugendmeisterin. Wirklich natürlich noch mit einigen Unsicherheiten
behaftet ihr erster großer internationaler Wettbewerb. Schauen wir nochmal. Hier, Grätschsalto vorwärts und da verfehlt sie den oberen Holm, knapp zwar, aber der Sturz kostet sie natürlich mindestens einen halben Punkt. Endwertung für Svetlana Boginskaya 9,950, also ein bisschen besser noch als beim ersten Versuch. Und nun aus der Schweiz Carmen Gehriger, eine Nachwuchshoffnung, Schweizer Meisterin im Sprung, Überschlag, Salto vorwärts. Die Sprünge sind ja in vier Kategorien eingeteilt. Überschläge, dann Sprünge mit Salti vorwärts, Sprünge mit Salti rückwärts und dann der sogenannte Jotchenko, also aus der Radwende auf das Sprungbrett. Vielleicht haben Sie es gehört für den ersten Sprung für Carmen Gehriger aus der Schweiz. Nun der zweite. Ja, auch hier ein kleines Problem mit dem sofortigen Stand. Aber die erste Wertung war ja schon relativ gut für die junge Schweizerin. Die Wertung für Paraskevi Patsia und als nächste nun aus China am Stufenbaren Wu Lei, 17 Jahre, vielleicht nicht allererste Garnitur ihres Landes. Wir erinnern uns an Yang Bo zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft. Chen Kuiting. Aber natürlich hat der Veranstalter nicht unbedingt Einfluss darauf, wen die einzelnen Delegationen nun tatsächlich mit nach Stuttgart bringen. Zweiter Sprung, also schlechter für Carmen Gehriger, bleibt in der Wertung die 9,637. Aus den USA, Betty Occhino, auch mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt im internationalen Kunstturm. Betreut ebenfalls von Bella Caroli, der früher mal Handballer war und erst später zum Kunstturm fahren als Trainer. Hätte auch ein paar Probleme gehabt an den Geräten bei seiner Körpergröße. Er tut natürlich alles, um im Hinblick auf die Weltmeisterschaften 91 in Indianapolis wieder ein paar starke Turnerinnen dort an den Start zu bekommen. Möglicherweise gehört auch Betty Occhino dazu, denn ihr erster Pferdsprung, der mit 9,712 bewertet wurde, war schon recht ansprechend. Ja, beide zum sicheren Stand. Bevor es weitergeht mit Mariana Polichronova aus Bulgarien, noch die Wertung für Wu Lei am Stufenbaren. Eine 9,80, immerhin. Auch Mariana Polichronova ist neu im internationalen Kunstturnen.
9,787, die Endwertung für Betty Okino beim Pferdsprung. Und nun Miho Shinoda aus Japan. Überschlag Salto vorwärts. Sie war in Stuttgart bei den Weltmeisterschaften 15 in dem Mehrkampf. Einmal im Finale am Schwebebalken. Auf der Tafel übrigens wird der Sprung, der in einer Tabelle festgelegt ist, angezeigt. Wird ein anderer ausgeführt, gibt es 0,3 Punkte Abzug. Dieses Mal waren die Probleme beim Stand ein bisschen größer als beim ersten. Die Wertung für den ersten Sprung, da wird es wahrscheinlich auch dabei bleiben. Am Stufenbahn gab es für Mariana Polichronova aus Bulgarien 9,712. Nun die Europameisterin an diesem Gerät, Mirella Pasca aus Rumänien. Diesen Titel gewann sie gemeinsam mit Svetlana Boginskaya bei den Titelkämpfen in Athen im Mai dieses Jahres. Ganze Drehung im Handstand. Ginger Salto. Katschow. Konterkretsche. Und Doppelsalto mit ganzer Drehung. Ja, schwieriges Programm, das uns die 15-jährige Rumänin gezeigt hat. Fünfte war sie im Mehrkampf bei den Europameisterschaften und wie gesagt, Europameisterin gemeinsam mit Svetlana Boginskaya, ja, an diesem Gerät. Es blieb, wie angekündigt, bei den 9,6 für Shinoda Japan und nun Christina Bontas aus Rumänien, die ebenfalls einen gestreckten Jurtschenko zeigt. Christina Bontas, 17 Jahre, vierte der Weltmeisterschaften im Mehrkampf des vergangenen Jahres, Vize-Weltmeisterin im Sprung. Kleiner Beinfehler beim Anflug und kleiner Standfehler. Sie hat also sicher noch die Chance, das im zweiten Versuch ein bisschen besser zu machen. Zwar hatte sie wieder einen kleinen Beinfehler beim Anflug, aber zumindest der Stand war dieses Mal einwandfrei. Aber schon die erste Wertung war ziemlich hoch, 9,862. Mirella Pasca im Stufenbahren 9,875, also eine hohe Wertung. Und nun am Stufenbahn die kleine Valentina Rubinetti aus Italien. Tja, da ging der Gingersalto ein bisschen schief, aber mit einem Arm konnte sie sich gerade noch retten. Nun ist natürlich ein bisschen der Fluss und die Konzentration weg. Und das sind dann die Folgen. Sie ist erst 13. Nur 1,37 Meter groß und wiegt, glaube ich, so um die 33 Kilogramm, also eine der Turnfloß. Und dann geht auch noch der Abgang
schief. Das war nun alles ziemlich verunglückt, was Valentina Rubinetti uns gezeigt hat. Hohe Wertung im zweiten Sprung für die Vize-Weltmeisterin im Pferdsprung Christina Pontas aus Rumänien. 9,925. Und nun Daniela Hammerschmidt, die dritte Deutsche in diesem Wettbewerb unter den 15 Teilnehmerinnen. Sie ist 14 Jahre, kommt aus Halle und war vierte des Kaderturns in Peine. Anke Schönfelder, die diesen Wettbewerb vor einer Woche gewonnen hatte, ist hier in Stuttgart nicht am Start. Insgesamt sieht es ja auch nach der deutschen Vereinigung im weiblichen Kunstturn nicht so toll aus, wie man hätte vielleicht noch vor einigen Jahren erwarten dürfen. Auch der Leistungsstandard in der ehemaligen DDR war in den letzten Jahren doch beträchtlich zurückgegangen. Viele ehemalige Spitzenturnerinnen waren zurückgetreten. Inzwischen ist die Lage ein bisschen unübersichtlich. Nicht hoffnungslos, aber auch nicht hoffnungsvoll. Ja, und das setzte sich auf den Hintern, aber sie hatte eine hohe Wertung im ersten Versuch mit 9,825 und die bleibt dann auch in der Wertung. Nur 7,825 gab es für Valentina Rubinetti für ihre völlig verunglückte Stufenbarrenübung. Hier noch einmal eine Zeitlupe des Sprungs von Daniela Hammerschmidt aus Halle. Da hatte sie die Drehung nicht ganz zu Ende gebracht und blieb ihr nichts mehr anderes übrig, als sich auf den Hosenboden zu setzen. Aber wie gesagt, sie hatte einen guten Versuch im ersten Sprung. So, dies war der erste Durchgang. Wenn wir noch einige Sekunden Zeit haben, könnten wir ja auch noch eine kleine Übersicht geben über den Stand nach dem ersten Durchgang. Ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass die beiden wunderschönen Pferdsprünge von Svetlana Boginskaja mit 9,950 und von Christina Bontas mit 9,925 diese beiden Turnerinnen dann auch an die Spitze bringen im ersten Zwischenergebnis dieses Vierkampfes. Da haben wir es nun auch. Sie sehen es also, diese beiden vorne, gefolgt von Kim Smeschkel und Henriette Ono, die zusammen mit Mirella Pasca und Natalia Lajenova, also in der Spitzengruppe, alle noch einigermaßen dicht beieinander. Als beste Deutsche mit ihrem geglückten ersten Pferdsprung Daniela Hammerschmidt auf Rang 7. So, ich nehme an, dass dies reicht als erstes aus der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Ich gebe zurück ins Studio zu Helmut Gemüller. Ja, dankeschön. Zunächst mal gegen 16:30 wollen wir dann wieder in Stuttgart bei den Kunstturnerinnen sein, dann mit der Entscheidung in diesem Mehrkampf. In der Rolandhalle in Bochum fand an diesem Wochenende der Deutschland in der letzten halben Stunde, wenn Sie nichts bemerkt haben, umso besser, dann waren Sie nicht betroffen bei allen anderen. Ich glaube, es ist wieder geregelt. Bitten wir um Entschuldigung. Internationaler DTB-Pokal der Kunstturnerinnen, die Weltklasse am Start. Zum zweiten Mal in dieser Sendung gehen wir in die Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Volker Rath kommentiert die Entscheidung im Mehrkampf der Frauen. Am Boden sehen Sie Mariana Polichronova aus Bulgarien. Thank you.
Helmut G. Müller hat davon gesprochen, dass wir Ihnen die Entscheidung nun im Vierkampf der Frauen zeigen werden. Es hat hier einen Vorfall gegeben, der uns das leider bezweifeln lässt, denn der Stufenbarren war aus der Verankerung gerissen. Der Wettkampf musste ungefähr für mindestens 15 Minuten unterbrochen werden, sodass natürlich im Augenblick auch der Zeitplan um mindestens 15 bis 20 Minuten hinterher hinkt. Wir haben also Befürchtungen, dass wir bis 17 Uhr nicht mehr fertig werden. Nichtsdestotrotz werden wir Ihnen bis zum Ablauf der Sendung Sport 3 Extra sicher noch das zeigen können, was hier an Übungen geboten wird. Die Pfiffe, die Sie im Hintergrund sicherlich gehört haben, bezogen sich auf eine Wertung einer der vorangegangenen Turnerinnen für Betty Occhino aus den USA, die hier mit ihren Leistungen auch zum Liebling geworden ist. Wenn Sie schon seit 15 Uhr dabei sind, dann haben Sie sie ja bereits in Ihrer ersten Übung gesehen. Gut, am Schwebebalken bereitet sich nun vor Miho Shinoda aus Japan. Mariana Polichronova aus Bulgarien, deren Schluss am Boden Sie noch gesehen haben, erhielt 9,450 und nun Miho Shinoda aus Japan am Schwebebalken. Miho Shinoda war 15. der vergangenen Weltmeisterschaften im Mehrkampf hier in Stuttgart. Also mit diesem Platz zählt man dann zur erweiterten Weltklasse. Und es kann sich durchaus sehen lassen, was sie zu bieten hat. Doppelsalto gebückt als Abgang. Und viel Beifall der etwa 5000 Zuschauer in der Stuttgarter Schleife. Am Boden bereit steht Mirela Pasca aus Rumänien, 5. der Europameisterschaften, Stufenbahn-Europameisterin zusammen mit Svetlana Bukinskaya. 15 Jahre. Zugara gebückt. Da war sie mit einem Bein außerhalb der 12,12 Meter großen Fläche. 12 mal 12 Meter großen Fläche. Ein Zehntel Abzug.
Mirela Pasca aus Rumänien. Der rumänische Turnverband versucht ja die Lücke zu schließen. Die entstanden ist durch den Rücktritt von Daniela Silivas, die mehrfach operiert werden musste und ihre Karriere dann beendet hat. Und es geht gleich weiter mit einer Rumänin, mit Christina Bontas, vierte der Weltmeisterschaften im Mehrkampf. Und Sie sehen schon an dieser ersten schnellen Folge aus Salti auf dem 10 cm breiten Balken, dass sie zur Weltspitze zählt. Wertung von Miho Shinoda am Balken 9,650, das als Nachtrag. Christina Bontas ist 17 Jahre. Konzentration für den Abgang. Doppelsalto gehoppt. Mirela Pascas Wertung am Boden 9,737. Dann der kleine Turnflo aus Italien. Valentina Rubinetti, die ja gleich ihre erste Übung am Stufenbauen so verpatzte. Auch sie außerhalb der Fläche. Dass das noch passieren musste zum Schluss. Naja, sie ist erst 13. Sie muss noch ein bisschen lernen. Daniela Hammerschmidt aus Halle ist nun die nächste am Schwebebalken. Christina Bontas Wertung hier war 9,875. Mirela Pasca am Boden übrigens 9,737. Daniela Hammerschmidt ist 14 Jahre. Und auch sie muss an
das Gerät verlassen. Kein allzu überzeugendes Auftreten der deutschen Turnerinnen bisher. Schauen Sie hier noch einmal. Nach dem Schrittsalto verliert sie dann Balance. Das geht natürlich ganz schnell. Gleich die nächste Deutsche, Andrea Drissler aus Bergisch Gladbach. Mit ihrer Übung am Boden. Leichte Unsicherheit. Andrea ist 16 Jahre, auch mächtig gewachsen in letzter Zeit. Und wieder eine Unsicherheit nach dieser Doppeldrehung. Ja, der Beifall ist freundlich, aber die Leistung konnte nicht überzeugen, die uns Andrea Drissler am Boden gezeigt hat. Nachzutragen, drei Wertungen, die kleine Valentina Rubinetti aus Italien am Boden 8,937 und Daniela Hammerschmidt aus Halle nach ihrem Sturz vom Balken 8,775. Nun geht es wieder ein bisschen aufwärts in der Leistung, das hoffen wir zumindest, denn nun kommen zum Abschluss des dritten Durchgangs noch drei aus der Spitze. Kim Smashkow ist die erste von ihnen, die junge 14-Jährige aus den USA, die bei Erfolgstrainer Bella Caroli, den Sie im Hintergrund sehen, in Houston trainiert. Na? Einige Unsicherheiten auch im Programm von Kim Smashkow und ein bisschen überrascht bin ich von der Wertung für Andrea Drissler, 9,70, also ich meinte doch einige Unsicherheiten in dieser Übung festgestellt zu haben. Nun ja, Natalia Lajanova, die Vize-Weltmeisterin, nun mit ihrer Übung am Boden. Thank you.
schade. Auch Sie nach diesem schönen Sprung außerhalb der Begrenzung der Matte. Kleiner Abzug. Sehr viel Beifall für diese gelungene Vorstellung von Natalia Lajenova, 17 Jahre aus Riga. Gibt sicherlich trotz des Abzugs, den es einfach für das Verlassen der Fläche geben muss, eine hohe Wertung. Schauen Sie hier nochmal nach diesem Doppelsalto gestreckt. Da muss ich nach hinten korrigieren und ist einfach draußen. Aber das Wertungsniveau ist ohnehin ziemlich hoch hier bei diesem Wettkampf. Der Doppelsalto gehockt, für den sie eigentlich streng genommen auch noch Abzug bekommen müsste, weil sie mit geöffneten Beinen gesprungen ist. Am Schwebebalken gab es für Kim Smeschkel trotz einiger kleiner Fehler auch eine hohe Wertung, 9,8. Und nun die letzte in diesem Durchgang, Henrietta Onodi aus Ungarn, die hier ihren Titel aus dem letzten Jahr als DDB-Pokalsiegerin zu verteidigen hat, gegen natürlich starke Konkurrenz. Es ist immerhin erfreulich, dass mit dieser Ungarin seit etwa anderthalb Jahren auch den führenden Turnerinnen der Welt, den sowjetischen Turnerinnen, eine neue Konkurrentin erwachsen ist, neben den Rumänen, die nach wie vor zur Weltklasse zählen, aber im Augenblick über keine absolute Top-Turnerin verfügen nach dem Abgang, dem Rücktritt, auch dem verletzungsbedingten Rücktritt von Daniela Siliwasch. Die Amerikanerinnen bringen immer wieder Talente hier in Stuttgart zu beobachten, am Beispiel von Kim Smeschkel und auch Betty Okino. Aber so ganz nach vorne haben sie in letzter Zeit noch keine bringen können. Abschluss der Übung von Henrietta Onodi. Ja. Die Wertung von Natalia Lajenova am Boden 9,8. Dann hier noch einmal Henrietta Onodi mit der Dreifachschraube. Vielleicht waren es 2/3, aber sie hat es zum Schluss noch gut hinkorrigiert. Auch hier erwarten wir dann eine hohe Wertung. So, während nun hier eine kurze Einturnpause entsteht, wollen wir Ihnen vielleicht die Gelegenheit geben, ein, zwei Übungen, vielleicht werden es auch drei, zu zeigen vom Stufenbarren, bevor er dann schließlich zusammenbrach und an neuer Stelle aufgebaut werden musste. Ich bitte also die Aufzeichnung aus dem Studio mal abzufahren. Am Stufenbarren, das ist nun ein Zufall, Henrietta Onodi, die wir eben am Schwebebalken gesehen haben. Sie war Europameisterin an diesem Gerät 1989. Der Gingersalto. Ganze Drehung
Und Doppelsalto mit geschlossenen Beinen als Abschluss dieser wirklich exzellenten Vorstellung von Henrietta Onodi aus Ungarn, aus der Vogelperspektive von unserer Deckenkamera. Der Gingersalto, also ein Salto rückwärts gebückt mit halber Drehung. Dann der Gretsch-Salto vorwärts am oberen Holm. Die Wertung 9,912 und gleich dahinter die Weltmeisterin im Mehrkampf Svetlana Boginskaya, die in diesem Jahr zusammen mit Mirela Pasca aus Rumänien Europameisterin wurde an diesem Gerät. Aber eigentlich hat sie ja keine Schwäche. Die Svetlana, die 17-Jährige aus Minsk, die seit knapp 2 Jahren die Nummer 1 des internationalen Kunstturms ist. Abschluss der Übung mit dem Doppelsalto gebückt. Man weiß nicht so richtig, ob sie noch an den Olympischen Spielen 92 in Barcelona teilnehmen will. Das wird sich sicher in nächster Zeit noch erhärten, wie die Situation aussieht. 9,925 war ihre Wertung am Stufenbahn und dann gab es für alle eine kleine Überraschung, denn niemand hatte mit einer solchen Leistung von Betty Occhino aus den USA gerechnet. Großgewachsene Turnerin, aber schauen Sie, was sie alles zeigt am Stufenbahn. Hinten steht Bella Karoli. Ja, Katschow, Kontergrätsche, ebenfalls sicher geturnt. Und aus dem Rückschwung Salto mit halber Drehung gestreckt. Betty Occhino bekam für diese tadellose Leistung dann auch die höchste Wertung am Stufenbahn mit 9,950. Ja, und dann anschließend brach dieser Stufenbahn aus seiner Verankerung, als eine Turnerin sich noch vorbereiten wollte. Dann musste an neuer Stelle aufgebaut werden und das führte dann zu einer Verzögerung, die wir jetzt auch leider innerhalb dieser Sendezeit nicht mehr aufholen können, sodass wir Ihnen also mit Sicherheit den Wettkampf hier und das Gesamtergebnis nicht mehr nennen können. Wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten Zeit, schätze ich mal, sodass wir Ihnen noch die ersten Übungen des vierten Durchgangs zeigen können. Was ich gerne noch hätte, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir mal eine Übersicht geben über den augenblicklichen Stand nach 3 Durchgängen. Ich höre eben, dass es damit noch ein paar Schwierigkeiten gibt, weil die letzte Wertung von Henrietta Onodi am Schwebebalken noch gar nicht da ist. Sobald sie kommt, können wir Ihnen dann auch die Übersicht geben. Es dauert offensichtlich ziemlich lange, ich kann das auch verstehen. Ja, also der Wettkampf wird fortgesetzt mit Carmen Gehriger am Boden. Ein bisschen ungewöhnlich, dass diese Balkenwertung noch nicht da ist. Viele haben doch Schwierigkeiten nach den Sprüngen zum einigermaßen sicheren Stand zu kommen. Auch kaum gieriger.
bereitsteht aus China, Wu Lei, die nun im letzten Durchgang beim Pferdsprung antritt. Nach wie vor gibt es keine Wertung für Henrietta Onodi am Balken. Kann eigentlich nicht sein. Auch sie mit dem Jotinko-Sprung. Die Wertung am Boden für Carmen Gierica 9,531. Die Wertung für die Schweizerin Carmen Gierica. Erste Note für Wu Lei 9,725 und nun der zweite Sprung. Leichte Probleme mit dem Stand. Alle begrüßen Sie wieder auf Betty Fortino, USA. Und dann haben wir wieder Betty Occhino, die sich bisher ausgezeichnet geschlagen hat in diesem Feld. Wenn sie jetzt noch eine gelungene Bodenübung hinlegt, dann könnte sie sogar Dritte werden in diesem Klassefeld, denn nachdem nun endlich auch das Balkenergebnis für Henrietta Onodi da ist mit 9,862 Punkten, kann ich Ihnen zumindest mündlich einen kleinen Überblick geben über den Stand des Wettkampfes. Nach drei Durchgängen führt Svetlana Boginskaya vor Henrietta Onodi und auf Platz 3 tatsächlich Betty Occhino aus den USA. Also diese Turnerin, von der wir alle, die wir hier versammelt waren, bisher eigentlich nichts gehört hatten. Doppelsalto gebückt. Sie also tatsächlich solche Weltklasse-Turnerinnen wie Christina Bontas, Natalia Lajanova hinter sich lassen, das wäre schon eine enorme Überraschung bei diesem Wettkampf. Die beiden, die vor ihr liegen, Svetlana Boginskaya und Henrietta Onodi, müssen später noch ebenfalls am Boden antreten. Die werden wir mit Sicherheit in dieser Sendung nicht mehr erleben. Es tut mir leid, aber dies war nun heute wirklich höhere Gewalt. Viel Beifall für Betty Occhino. Beim Pferdsprung nun Mariana Polichronova. Aus Bulgarien. Auch sie mit dem Jotchenko-Sprung, benannt nach der früheren sowjetischen Weltklasse-Turnerin Natalia Jurtschenko, die diesen Sprung als erste in einem offiziellen Wettkampf gezeigt hat. Da kommt schon die Wertung für die Bodenübung von Betty Occhino, 9,937. Das bringt sie im Augenblick in Führung, aber noch stehen ja die großen Favoritinnen aus. Und
Ich nehme schon an, dass Henrietta Unodi und vor allen Dingen die Weltmeisterin Svetlana Boginskaya am Boden noch ein bisschen was drauflegen können. ...9,712 war die Wertung für den ersten Sprung von Mariana Polichronova. Der zweite, Moja. Am Boden Miho Shinoda aus Japan. Beginnt mit Doppelsalto gebückt. Doppelsalto gebückt zum Abschluss dieser Übung von Miho Shinoda aus Japan. Dies, liebe Zuschauer, war die letzte Turnerin, die wir Ihnen zeigen konnten. Ich habe Ihnen mehrfach erklärt, woran die Verzögerung hier im Wettkampf lag. Es tut uns leid. Die Entscheidung über den Sieg wird fallen, nehme ich an, in etwa einer halben Stunde, in 20 Minuten, zwischen Henrietta Unodi und Svetlana Boginskaya. Das war's vom internationalen DTB-Pokal. Ich